Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Werkzeugtestvideo. Ich wollte mir eigentlich die Punktschweißzange von Lier kaufen. Dann war ich da aber zu spät dran und die gab es nicht mehr. Dann gab es sie wohl kurz danach nochmal für ein bisschen höheren Preis, aber da waren die dann ausverkauft und ich habe sie auch im Online-Shop nicht bekommen. Hatte mir dann da verschiedene Werkzeugvideos angeguckt über den Test, wie gut die ist und wartete nun immer, dass die wieder angeboten wird. Leider ist die bis jetzt immer noch nicht wieder im Angebot gewesen und jetzt habe ich durch Zufall dieses Teil gefunden. Die sieht optisch genauso aus wie die von Lidl, hat aber ein paar kleine bessere Features als die Lidl-Maschine. Dieses Teil ist von HBM Machines aus den Niederlanden, ist auch ein 230 Volt Gerät und hat als technische Werte annähernd genau das gleiche, was die Lidl hat. Und wie gesagt, also auch das Gehäuse, die Verschraubung, das ist original 1 zu 1. Der wirklich große Unterschied bei dieser Schweißpunktzange ist aber, dass man hier die Blechstärke einstellen kann, also von 0,6 auf 0,8, 1 mm, 1,2 bis 1,5 mm. Die Lidl-Zange ist angegeben mit maximale Schweißstärke 2 x 2 mm. Ich denke, wenn man die hier auf 1,5 mm, 2 x 1,5 stellt und den Schweißstrom, den kann man hier auch noch regulieren, auf den höchsten Wert einstellt, denke ich, macht die auch locker 2 mm Bleche. Diese Maschine hat den Vorteil, dass der Schweißstrom eben nicht per Hand reguliert wird, also solange wie man den Schalter hält, sondern die ist zeitgesteuert. Also man stellt eben die Blechstärke ein, man stellt ein, wie stark der Schweißstrom sein soll, also ob er zum Beispiel man ein beschichtetes Blech hat, wie diese hier zum Beispiel, die so schweißbar sind, oder ob man eben ein normales unbeschichtetes Blech hat. Das macht schon ein bisschen was aus. Und dann drückt man den Knopf und dann hört die automatisch auf nach der eingestellten Zeit, die dafür vorgesehen ist. Das ist wirklich eine praktische Sache, ist also wirklich echt, ja, kinderleicht. Das kann wirklich jeder bedienen und man braucht da keine großen Vorerfahrungen für. So, dann wollen wir jetzt mal hier ein paar Bleche zusammenpunkten. Die habe ich hier mal vorbereitet in verschiedenen Stärken und ein paar beschichtete oder ein paar verzinkte. Und dann gucken wir mal, was das Teil so kann. So, bevor wir starten, zu dem Gerät, also als Lieferumfang war also eine Betriebsanleitung in Englisch und die Schweißspitzen nochmal als Ersatz dabei. Die nutzen sich mit der Zeit ab, auch wenn man zu stark drückt, denn schmilzt vorne die Spitze und man kann die natürlich nochmal ein bisschen nachfeilen, aber irgendwann muss man die ersetzen. Ansonsten passen da handelsübliche rein, das Gewinde ist So, hier Standard. nochmal das Gerät. 15 cm Spannweite von der Spitze bis zum Anschlag. Und in der Höhe, wenn man das zusammendrückt, hat man 11,5 cm als Werkstück Tiefe. Beziehungsweise zur Hälfte sind es dann dementsprechend nicht ganz 6. Hier ist der Auslöseknopf, mit dem man den Schweißvorgang startet. Ansonsten stehen hier noch die technischen Werte drauf und man hat hier, wie gesagt, das Einstell-Display. Hier kann man, wie gesagt, die Blechstärken verstellen und hier drüben kann man dann noch den Schweißstrom anpassen, je nachdem, was man für ein Material hat, wie stark der sein sollte. Als allererstes werden wir mal ein 1 mm Blech, also was jetzt gerade im Karosseriebereich recht üblich ist, zum Beispiel also 0,8 und 1 mm. 1 mm ist natürlich schon ein bisschen was Anständiges. Werden wir erstmal das 1 mm Blech zusammenschweißen. Dazu also, wie gesagt, hier den Druck ausüben. Vorher natürlich hier einstellen, welchen Bereich man möchte. Ich möchte jetzt hier also ein 1 mm Blech machen und mache den Schweißstrom auf mittlere Stärke. Wir testen das jetzt einfach mal aus. Dann, wie gesagt, zusammendrücken und dann hat die genau wie bei der anderen Maschine hier unten diesen Schalter und dann testen wir mal, was da passiert. So, das war der erste Punkt. Gucken wir uns mal an. Der sieht eigentlich recht ordentlich aus. Ich denke, wir können den Schweißstrom ruhig noch um eine Stufe erhöhen. Also es sieht jetzt ähnlich aus, aber man sieht an der Stelle, der Einbrand ist ein bisschen tiefer. Jetzt werden wir das Teil gleich mal auseinander, spannen und mal gucken, ob das wirklich hält. So, als erstes das 1 mm Blech, was beschichtet ist zum Schweißen.
Also da tut sich nichts. Man sieht jetzt an der Stelle, wo ich hier mit dem Meißel zwischengegangen bin, man sieht, das Blech fängt an sich zu verformen, aber der Punkt hält immer noch. Jetzt gucke ich auf der anderen Seite, wo der Schweißstrom nicht ganz so hoch war. Der lässt sich teilen. Also man muss eben schon vorher eine Testschweißung machen oder beziehungsweise sich auch ein bisschen einfummeln. Der erste geht auseinander, der andere, der ist so fest, da reißt jetzt hier das Blech auseinander. Also der ist wirklich festgemacht. Ich denke, das ist eine ganz gute Qualität, die man da an den Schweißpunkten erreicht. Als zweites versuchen wir hier zwei Scheiben zusammenzupunkten. Die sind beide verzinkt. Gut, so die Unterlegscheibe. Wir testen mal, wie die Unterlegscheibe zusammengeschweißt ist. Also mit viel Gewalt ist jetzt hier die Schweißnaht nicht gerissen, sondern das Blech hat sich zerlegt. Also der Punkt hält immer noch, der ist immer noch festgeschweißt, aber das Blech hat sich außenrum aufgerissen. Also der Punkt ist stärker als das Blech. Als nächstes habe ich ein 1,5 mm unbeschichtetes Blech. Habe ich hier zwei Winkel, die punkte ich hier mehrfach zusammen. Also der erste Punkt, den ich mit dem gleichen Strom gemacht habe, der hat sich gelöst. Der zweite Punkt, der ist noch fest. Und der dritte, den ich hier auch mit dem hohen Strom gemacht habe, der ist so, dass da jetzt auch anfängt, das Blech einzureißen. Also das ist so fest, das geht überhaupt nicht auseinander. Also hier nochmal der Versuch von denen, das auseinanderzumachen. Hier ist, wie gesagt, da sieht man es unten drin, der Punkt hält außenrum, das Blech hat sich komplett verzogen, das ist in Ordnung. Bei der Scheibe ist, wie gesagt, unten ist es außenrum eingerissen. Der Punkt hat gehalten. Hier nochmal ein Blech, was ich später geschweißt habe. Das ist genau das Gleiche. Die Punkte halten. Das Blech fängt außenrum einzureißen, wenn man mit dem Meißel zwischengeht. Bei dem ersten hier, wie gesagt, da war es so, der Punkt außen, der war zu schwach. Bei dem stärkeren, der ist so stark, dass auch das Blech dermaßen verformt ist jetzt und es hält immer noch. Als nächstes werden wir das dann im nächsten Video als Praxistest gleich mal machen. Da werden wir beim Bus den Schweller einschweißen und dann schauen wir mal, ob das in der Praxis sich so gut bewährt wie bei diesen Tests. So, das Fazit zum Punktschweißgerät von der Firma HBM. Ich habe das Lidl-Gerät selber ja nicht gehabt, aber habe mir die verschiedenen Tests angeguckt. Das scheint auch ein wirklich gutes Gerät zu sein. Was mich jetzt hier bei dem Gerät aber überzeugt, ist die Zeitsteuerung und die Einstellmöglichkeiten für die Blechstärken, dass da schon der Strom voreingestellt wird. Das finde ich eigentlich wesentlich einfacher. Also das ist wirklich so kinderleicht zu bedienen, da kann man nichts sagen. Und die paar Euro, die es jetzt mehr kostet, finde ich persönlich nicht schlimm. Ich denke, wenn ich jetzt die Wahl hätte, das preiswerte Lidl-Gerät, wenn es das geben würde, oder dieses Gerät, würde ich mir wahrscheinlich eher das kaufen, weil die paar Euro machen es ehrlich gesagt nicht aus. Hätte ich mir damals das Lidl-Gerät gekauft, wäre ich damit wahrscheinlich zufrieden und hätte auch gar nicht weiter gesucht. Der Vorteil für mich sind eben auch diese 230 Volt. Das ist eben, lässt sich überall betreiben. Die Absicherung mit 16 Ampere reicht völlig aus. Man darf natürlich nicht Punkt, Punkt, Punkt hintereinander setzen, weil da wird die Maschine auch recht warm. Das schreiben aber auch alle Anleitungen. Das ist bei der Lidl so, das ist bei der so. Man muss immer ein paar Sekunden zwischen den Punkten warten. Aber ich denke, bis man da den neuen Punkt ausgerichtet hat und alles, sollte das ganz gut gehen. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar zu dem Video schreiben, würde ich mich auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.